64 Kammer, was ist das denn? Das dürftet ihr ja schon gemerkt haben, dass ich immer fahre und dann. Das stand eigentlich nur 50. Dass ich immer eine Strecke fahre, sag ich mal, und dann Pause mache. Und ja, da muss ich dann nächstes Mal aufpassen, damit ich auch wieder links fahre. Weil das kenne ich schon aus meinen privaten Spielzeiten in ETS, damit wenn man in England aufhört zu spielen und dann irgendwann wieder anfängt, damit man einfach mal rechts weiterfährt. Und hier ist ein Parkplatz. Und schlafen. So, dann gucke ich mal wieder. Schalt. Jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, das Mikro zu richten. Eine Sekunde. Ich nerv das richtig, wenn das nicht gescheit hockt. Ha, perfekt. Ich bin ein Meister. Ich bin ein Meister des Mikro-Richtens, ja. Weiter geht's. So. Ich habe noch dran gedacht, dass wir in England sind. Sind wir doch, oder? Ich hoffe mal. Jetzt merke ich gleich, wie man entgegenkommt. Ha, perfekt. Gut, und dann können wir schon mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 64 km/h weiterfahren. Ich werde jetzt hier einfach mal im 10. Gang, wenn ich, what the fuck, nämlich ja jetzt so schalten. Vom 4. im 10. So, ich werde jetzt einfach mal hier kurz den Tempomat reinhauen und auf 60 machen. 60. Oh, da kann ich ein bisschen bequem hinhocken, solange ich Einfluss auf der Bremse habe. Um im Notfall zu bremsen. Dann ist auch egal, ob der Motor ausgeht, solange ich keinen Unfall brauche, ne? So, Überholverbot, das freut mich aber. Ich überhole mit dem LKW eh niemanden. Obwohl doch vorhin schon. Wundert mich, warum die Autos nicht so schnell fahren, wie sie fahren dürfen. Vielleicht war auch einfach die Geschwindigkeitsanzeige da unten nicht ganz richtig. So, ich muss jetzt noch mal kurz das Mikro schnellen. Das tut mir echt leid, Leute, aber das nervt mich, wenn das nicht richtig passt, weil dann hängt es mir in die Sicht rein und dann ist alles blöd, ne? So, das passt jetzt einigermaßen. Darum kann ich mich auch später kümmern, wenn ich nicht mehr fahre. Wenn ich nicht mehr fahre, ey. Wenn ich nicht mehr fahren muss. War noch ein Tempomat drin? Ja. Gut, dann fahren wir mal. Ich sollte eigentlich in den 10. Gang wechseln, weil ich bin schon ziemlich nah an der Umdrehungsgrenze, Drehzahlgrenze, was auch immer. Werde ich auch mal kurz machen. Und der Thermometer noch hinzu. Weil, ja, nah an der Drehzahlgrenze ist nie so gut zu fahren, weil da hat man den meisten Benzinverbrauch. Ne? Ist klar. Das sollte aber nicht jeder wissen. Oder? Ich kann das immer so schlecht einschätzen, was andere Leute wissen und was nicht. Ich darf auf gar keinen Fall irgendwann mal Lehrer werden. Auf gar keinen Fall. Und denken wir jetzt auch, ja, ist doch alles ganz leicht und es kann keiner. Aber ich glaube, das Problem haben eh viele Lehrer, damit die alle denken, ach ja, das ist so leicht, das kann doch eh jeder, ne? Jeder, natürlich. Nicht ganz. Das würde auch ein paar Lehrer erklären, warum die immer total sauer sind, wenn man das nicht hinkriegt. Weil sie denken, dass man das mit Absicht macht, weil es ja total einfach ist. Naja. 97, also ganz ehrlich, was haben die denn hier bitte für Geschwindigkeitsbegrenzungen in England? Nein, wenn man rundet, wäre es 95. 97. Fahren die in England mit mph? Das würde nämlich einiges erklären. Zum Beispiel die komischen Zahlen, weil dann würde das Programm einfach von mph auf km/h umrechnen. Und das sind halt etwas komische Zahlen. Das ist unglaublich ungewohnt, links zu fahren.
Naja, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Es ist ja nicht so, als wenn man die ganze Zeit. Obwohl, es ist. Ach, wie soll man das beschreiben? Vielleicht merkt ihr das selber, wenn ihr das Video guckt, damit es einfach komisch ist, sag ich mal. Es ist halt einfach was anderes. So. England hat mal wieder eine neue Farbe für die Autobahnkennzeichnungen. Grün. Grün-weiß. Ja. Und es kommen Blitze auf mich zu. Langsamer. Komm schon. Gut, passt. Nein, passt doch nicht. Beschleunigt jetzt noch, oder? Ich glaube doch 80, ne? Ja, das ist 80, glaube ich. Dann wird er jetzt gleich noch beschleunigen. Genau, 78, 79, 80. Alles gut. Weil ich kann das hier kaum lesen. Das wird auch auf jeden Fall meine nächste Anschaffung sein, neuer Bildschirm. Aber das hatte ich ja schon mal in einem anderen Display erklärt, warum ich mir jetzt erstmal ein Mikro gekauft habe. Und zwar liegt das daran, ich habe jetzt rechts meinen Bildschirm, links meinen Fernseher. Und ich bekomme zu Weihnachten noch einen Fernseher, den werde ich dann über meinem Bildschirm hängen. Und dann habe ich links Platz frei, wo ich einen zweiten Bildschirm hinbauen kann. Wenn ich mir jetzt einen zweiten Bildschirm holen würde, dann würde ja, ich meinen ersten Bildschirm eben wegtun müssen. Und ja, wenn man die Möglichkeit hat, entweder ein Bildschirm oder zwei, dafür wartet man noch ein paar Monate, dann würde ich sagen, zwei und ich warte noch ein paar Monate, ne? Finde ich schon. Und dann schön 1080p und keine blöden Ränder mehr an der Seite, ne? Das dürfte ja ziemlich nervig sein, obwohl ich glaube, so nervig ist das gar nicht. Ich glaube... Ich glaube... Okay. Ich werde kurz warten und überlegen, was ich sagen will. Ich glaube nämlich, dass mich das mehr nervt als euch. Ach ja. Die Welt ist so komisch. Ach, warum eigentlich? Wer weiß, vielleicht ist sie komisch, vielleicht nicht. A27. Oder in England, A27. Ja, ich kann Englisch, ich bin so krass. Da noch schnell, hier war da. So, wir fahren noch 5 Stunden und das sind 312 Kilometer. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, das passt ungefähr mit 1 Kilometer ist eine Minute. Ungefähr nicht ganz, weil 300 Kilometer, beziehungsweise 308 Kilometer, 307 wären jetzt 5 Stunden und ein paar Minuten. 300 Kilometer wären dann genau 5 Stunden, weil geht halt auch 60, dann ist gleich 5. Ne? Ist klar. Ich denke, das sollte nachvollziehbar sein, oder? Denk schon. Kommt drauf an, wie alt meine Zuschauer sind. Ich weiß jetzt nicht so das Durchschnittsalter meiner Zuschauer. Es könnte auch sein, dass ich Zuschauer habe, die... ja. Noch in einer niedrigeren, sehr niedrigeren Klasse als ich bin. Was weiß ich, 5., 6. Klasse. Vielleicht dann noch niedriger. Obwohl. Ich glaube, noch niedriger gibt es eigentlich kaum Zuschauer auf YouTube. Da ist noch nicht so krass. Ich denke, dass... also mir kommt das so vor bei YouTube, dass das so mit... Dass das so anfängt, die jüngste Generation auf YouTube so, was weiß ich, 11, 12, sowas rum ist. Kommt mir so vor, ne? Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die jünger sind, beziehungsweise auch Ausnahmen, die ziemlich alt sind. Ne? Aber ich denke so der Durchschnitt. Ich bin ja auch noch unter dem Durchschnitt, soweit ich weiß. Allgemein von den PC-Nutzern oder von den PC-Spielern. Ich glaube, der Durchschnitt der PC-Spieler liegt sogar irgendwie bei 20. Ich glaube 22 oder so. Ist definitiv höher, als ich gedacht habe. Vielleicht. Es zeigt jetzt aber auch irgendeine Scheiße, ne? Ich möchte mal kurz sagen, alles, was ich in dem Video sage, sind entweder Vermutungen oder irgendwas, was ich denke, dass ich es irgendwann mal gehört habe. Das ist lange nicht, dass ich es wirklich mal irgendwo gehört habe. Das heißt, dass ich denke, dass ich es irgendwann mal gehört habe. Ne? Das heißt, es kann auch theoretisch falsch sein. Nicht, dass ich mir alles einfach glaubt. Ne? Es gibt nichts Schlechteres, als einfach irgendwas einfach zu glauben.
Ich sollte nicht so viel reden. Na, sonst werden die Videos langweilig. So. Was ist hier noch mehr an London? Was sind wir denn? Dorf ist ja in London vorbei. So, Gott, Landstraße bitte nicht. Und dann noch ein bisschen und dann sind wir schon in Swansea. Ich will das ausgesprochen, ich habe keine Ahnung. Aber ich schätze mal. So. Den überholen wir, dann wechseln wir wieder auf die linkeste, auf die ganz linke Spur.